Wir haben hier die Einfräsung für das Haltewerkzeug und hier dieses Loch zum Einstellen der Kupplung. Wir können jetzt hier drüber einfach das Werkzeug einhängen und die Glocke blockieren. Um die Federn einzustellen, muss ich einfach die Einstellschraube über dem Loch zentrieren. Und kann dann mit Hilfe des Imbusswerkzeugs die Einstellung ganz einfach vornehmen. Bei der CNC-Klatschbelle kann man jetzt sogar im eingebauten Zustand die Federn wechseln. Und natürlich auch die neuen wieder einsetzen.